Willkommen zu Yuri Experience und heute will ich mit dir darüber sprechen, dass jede Person kackt. Es gibt eine Ideologie, eine super einfache Ideologie, die ich sehr mag, weil sie ziemlich so grundlegend ist. Und diese Ideologie hilft sehr, wenn man über soziale Interaktionen spricht, wenn man über andere Menschen spricht, wenn man versucht, Meinung über andere Menschen zu bauen. Und diese ganze Ideologie, diese riesige Ideologie, könnte man mit ein paar Wörtern zusammenfassen. Jeder scheißt. Jeder kackt. Wie ihr wollt. Heute will ich mit euch über diese Ideologie sprechen. Ich werde euch kurz erklären, was es eigentlich ist und wieso diese Ideologie so wichtig ist. Wenn ich diese Ideologie erklären würde, dann würde ich etwas Folgendes sagen. Es gibt eine Menge an Grunderfahrungen, also Basiserfahrungen, die fast jede Person durchgemacht hat. Und hier spreche ich im Prinzip von typischen menschlichen Sachen, so körperliche Sachen, zumindest am meisten davon, oder psychologischen Sachen. Es geht um Hunger, es geht um Durst, es geht um, keine Ahnung, um Wunsch, mit anderen Menschen Sex zu haben. Es geht darum, halt zu pinkeln. Wollen zu pinkeln oder wollen zu kacken? Alle diese Wünsche hat so gut wie, alle diese Erfahrungen hat so gut wie jede Person durchgemacht. Wieso ich so gut wie alle sage? Bei diesen Erfahrungen gibt es halt auch Erfahrungen, die einige Menschen ein bisschen anders durchmachen als die meisten anderen. Aber grundsätzlich haben wir alle schon das durchgemacht. Und diese Tatsache, dass wir alle das durchgemacht haben und einige dieser Sachen machen wir so immer noch, ständig, also keine Ahnung, so Hunger empfinden tun wir immer noch täglich. So verschiedene Menschen auf verschiedene Art und Weise, in verschiedenen Mengen, aber Hunger zu empfinden ist so kein Gefühl, welches man einmal in seinem Leben gehabt hat und nie wieder tut. Und über aufs Toilette wollen will ich nicht mehr sprechen. Also das empfinden wir immer noch, egal wie lange wir leben werden, alle Menschen werden das empfinden. Zumindest soweit wir nicht, keine Ahnung, Cyborgs sind, so Kyborgen mit Roboterteilen und sonst was. Aber ich glaube, das dauert noch bis da. Und diese gesamte Erklärung bringt mich zu einem Punkt. Wir Menschen sind alle nicht so unterschiedlich, wie man denkt. So die meisten Unterschiede, die wir haben, kreieren wir selbst. So durch Sozium, durch unsere Gedanken, durch die Tatsache, dass wir bestimmte Menschen auf so Gipfel positionieren, auf Spitze. So diese Person ist irgendwie höher als die anderen. Aber das ist soziale Erwartung, soziale Meinung. Aber grundlegend sind wir alle Menschen mit Körper, bestimmter Psychologie und so weiter. Deswegen mag ich auch diese Idee von verschiedenen sozialen Niveaus nicht so sehr, obwohl sie auch natürlich für Menschen sind. Aber trotzdem, diese gesamte Hierarchien soll man ohne rosa Brille betrachten. Man soll nicht vergessen, dass alle Menschen immer noch Menschen sind und dass die sozialen Strukturen unsere Entwicklung war. Das war unsere Idee, also von Menschheit, diese soziale Struktur aufzubauen, diese Hierarchien aufzubauen. Und dass bestimmte Menschen höher oder tiefer auf Hierarchie sind, war am Ende des Tages unsere Entscheidung und manchmal auch deine Entscheidung persönlich. Zum Beispiel all diese berühmten Menschen, so Stars, Sänger, Schauspieler und sonst was, die Tatsache, dass man von denen so irgendwie groß was erwartet, dass sie halt irgendwie höheres sozialen Status haben, das war deine eigene Entscheidung, dass du diese Person so hoch gebracht hast. So, du leidest höchstwahrscheinlich einige Sänger oder Schauspieler nicht oder irgendwelche berühmte Personen nicht. Aber eine andere Person mag sie übertrieben. Das ist eine persönliche Entscheidung, wie hoch die Person steht. Und anhand von verschiedenen persönlichen Entscheidungen wird die soziale Entscheidung gemacht, gebaut. Das bringt mich zu dem Punkt, dass man keine zu hohe Erwartungen an Menschen haben soll. Vor allem keine höhere Erwartungen als an dich selbst. Also wenn du etwas von dir erwartest, dann ist es auch okay, mehr oder weniger zumindest, das von anderen Menschen zu erwarten. Aber wenn du das von dir nicht mal erwartest, dann wieso erwartest du das von irgendeiner anderen Person? Nur wegen dieser Persons Status? Dieser Status kann sich innerhalb eines Tages ändern. Und das haben wir öfter gesehen. Dementsprechend, wieso? Und vor allem, wir wissen alle, was richtig ist. Aber tun wir das alle? So, du weißt höchstwahrscheinlich, wie man auf deine Gesundheit aufpassen soll, kann. Also, wie man auf Gesundheit insgesamt aufpasst. Aber irgendwie tust du höchstwahrscheinlich möglicherweise
nicht alles Mögliche, was du machen könntest. Aber manchmal gibt es schon diesen Vorurteil, dass alle Ärzte perfekt auf ihre Gesundheit achten sollen. Sie sind doch Ärzte, sie haben doch Ahnung. Wieso ist das logisch? Sind sie keine Menschen? Haben sie keine anderen Bedürfnisse oder haben sie viel zu viel Zeit mit ihrem Arbeitszeit, normalerweise so 12 Stunden oder so? Viel Spaß da auf deine Gesundheit abzupassen. Und das Gleiche kann man auf verschiedene andere Sachen übertragen. Schauspieler sollen immer perfekt aussehen, so wie auch Models übrigens auch. Oder die Sänger sollen immer live singen. Oder, keine Ahnung, die Anwälte sollen immer alles wissen, alle Regeln, alle Rechte und immer die vertreten können und auch sich selbst vielleicht vertreten können, weil sie halt die Anwälte sind. Und diese gesamte Idee, alles, was ich bis jetzt erzählt habe, führt am Ende des Tages zu dieser Idee, mit welcher ich klarkommen müsste und welche ich in mir eben noch ein bisschen abbaue. Wenn wir persönlich eine Person auf perfekten Gipfel setzen, dass diese Person perfekt ist, diese Person wird unbedingt irgendwann von diesem Gipfel fallen. Sie wird es tun. Und ich meine nicht, dass diese Person komplett auf den Boden fallen wird. Nein, ich meine vielleicht auch ein bisschen so tiefer runter und dann wieder wird sie aufsteigen und vielleicht sogar höher steigen. Aber diese Person wird und kann nicht immer, nicht für immer auf perfekten Gipfel sitzen. Weil kein Mensch perfekt ist. Und sogar klein runterfallen von dieser Person kann dich schon mal enttäuschen und du kannst diese Person nie wieder auf diesen perfekten Gipfel setzen. Obwohl diese Person hat es nicht mehr verdient, dass du in diese Person dich enttäuschst. Wieso? Du hast die Entscheidung getroffen, dass diese Person so hoch sitzt. Dann wieso? Oder halt ich. So, das ist halt nicht wichtig. Ich habe zum Beispiel die Entscheidung getroffen, dass diese Person so hoch sitzt. Und dann leidet diese Person unter der Tatsache, sie hat ein bisschen was Falsches gemacht, was allen Menschen passiert, dir und mir auch. Aber dann fangen alle Menschen mit Tomaten auf diese Person zu werfen. Wie bist du nicht perfekt? Alle Menschen sind nicht perfekt, deswegen ist diese Person auch nicht perfekt. Zwei Beispiele von Menschen, die in meinem so Idolbereich sind. Beispiel Nummer 1, der Jeff Cavalier von Athlean X. Und das ist einer der bekanntesten Fitness-YouTuber, die aktuell existieren, laut meinem Wissen zumindest. Und vor ungefähr halbem Jahr wurde es ihm vorgeworfen, dass er Fake-Gewichte benutzt, wenn er seine Übungen zeigt. Also wenn er etwas zeigt, dass, also, keine Ahnung, Muskulatur und sonst was, dass er nicht echte Gewichte benutzt, sondern falsche, also Fake aus Plastik oder was auch immer. Ich persönlich habe keine Ahnung, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Es wurde nie so richtig bestätigt oder widerlegt. Und um ehrlich zu sein, es interessiert mich auch kaum. Aber es gab so viele Menschen, die sofort: Jeff, ich bin so in dir enttäuscht. Ich könnte das nie glauben. Wie bist du ein Mensch? Ich meine, ja, es ist schon ein bisschen nicht nice, dass er ab und zu Fake-Gewichte benutzt hat. Aber A, die Beispiele von Fake-Gewichte waren halt 2 Videos aus ungefähr 8 oder 10 Jahren. Und das ist meiner Meinung nach einfach eine ziemlich niedrige Quote. Und B, was für ein Wunder. Jeff ist keine perfekte Person. Jeff ist eine reelle Person. Wie unerwartet. Das andere Beispiel ist Dr. Mike, auch ein bekannter Influencer, wenn man sagen will. So ein Arzt auf YouTube, der ziemlich viel Wissen über Medizin und über soziale Themen verbreitet. Und das gefällt mir insgesamt. Jedoch vor ein paar Monaten hat Dr. Mike seinen Geburtstag gefeiert in, lass mich nicht lügen, ich glaube in Florida, auf so einem Schiffchen mit vielen Menschen. Und wie ihr wisst, aktuell läuft so Corona durch die Gegend, weswegen das nicht so gut von anderen Menschen angesehen ist. Und natürlich ist es nicht gut, dass er das gemacht hat und er hat nur eine merkwürdige Entschuldigung gemacht, aber um ehrlich mit euch zu sein, habe ich keine Ahnung, wie ein YouTuber oder Influencer eine Entschuldigung machen kann oder dass es irgendwie komisch klingt. Anderes Thema. Aber was die Menschen danach angefangen haben. Also sie haben aus ihm den Teufel gemacht, weil er der Arzt ist und er muss perfekt sein. Er muss allen Regeln folgen. Ja, er hat für die Regeln öfter gesprochen, dass Menschen Distanz halten sollen und so weiter und so fort. Aber er ist auch kein perfekter Mensch. Er ist ein normaler Mensch, der ab und zu sich freut, sich mit anderen Menschen zu treffen. Tun wir das nicht alle? Keine Ahnung. Er ist ein echter Mensch. Und dementsprechend, das sind perfekte Beispiele davon, wenn die Menschen eine Person auf so eine hohe Position gebracht haben, dass diese Person halt keine Wahl hat, als runterzufallen,
weil man kann nicht immer perfekt sein. Nicht, es geht nicht. Wir können nicht immer perfekt sein. Wir alle müssen ab und zu scheißen. Und wenn wir das machen, so wenn wir scheißen, dann ist alles noch gut, wenn wir kacken einfach. Aber manchmal müssen wir auch Scheiße bauen. So nicht, dass wir gezwungen sind, aber Scheiße passiert unabhängig von uns. Also, alle Menschen irgendwann von dem Gipfel fallen. Am Ende des Tages, das Einzige, worum ich euch bitte, bitte, merkt euch, alle Menschen kacken. Alle Menschen sind einfach Menschen, humanoide Menschen mit Körper und Gehirne und Psychologie, die nicht so stark voneinander unterscheidet, wie man denkt. Ja, es gibt sehr viele Erfahrungen, die uns voneinander unterscheiden. Aber es gibt bestimmte Basisgrundlagen, die wir alle haben, was dich schon öfter auf Gedanken bringen soll. Du kannst nicht von anderen Menschen das erwarten, was du nicht von dir erwarten kannst. Und dementsprechend, du kannst nicht von anderen Menschen erwarten, dass sie immer perfekt sind und immer ihrem Wort folgen oder was auch immer. Alle wissen, was das gute Verhalten ist. Tun das alle? Deswegen bitte baut Autoritäten oder Idole oder was auch immer realistisch. Vergisst nicht, dass dieses Bild, welches ihr vor Augen habt, möglicherweise nicht realistisch ist. Es ist möglicherweise ein idealistisches Bild, was auch normal ist. Die meisten Menschen sind so. Seid einfach bewusst. Das ist alles, worum ich euch bitte. Weil wenn diese Person kackt und halt so runterfällt, werdet ihr enttäuscht und werdet ihr denken, wieso habe ich nicht daran gedacht? Oder man kann keinem vertrauen. Wenn man zu viel Vertrauen aufbaut, wenn man zu viele Erwartungen aufbaut, dann passiert auch sowas. Nicht eure Schuld, nicht meine Schuld. Ja, das Leben ist so. Deswegen soll man das bewusst machen. Meiner Meinung nach. Viel Spaß. Ich hoffe, du weißt, wo der Like-Button ist. Ich hoffe, du weißt auch, wo die Kommentare sind. Wenn du irgendwelche Vorschläge oder Fragen hast, kannst du die ruhig in den Kommentaren hinterlassen. Passendes Wort. Ansonsten, wenn du mehr Videos über soziale Themen, meine Entwicklung, Selbstentwicklung insgesamt und Entwicklung von diesem Kanal gucken willst, dann kannst du gerne den Kanal abonnieren. Und ansonsten, wir sehen uns am Montag.